Ja, da sind wir auch hier wieder und ja, jetzt, gut, ich werde wahrscheinlich nicht so lange machen, weil ich, weil es bereits spät ist und deswegen mache ich hier einfach mal so eine Aufnahme schnell von dem hier, damit wir das haben. Oh, Kohle, Kohle, verdammt, was haben wir eigentlich selbst gemacht? Weiß ich schon überhaupt nicht mehr. Da, das fängt ja schon mal schön an. Ich grab mal eben hier so, dass man hier auch durch kann. Und gehe dann gleich mal hier hoch. Und lege erstmal Zeug ab. Also das heißt, erstmal gehe ich hier speichern und dann lege ich aber Zeug hier ab. Nämlich Kohle. Okay. Und Drachenblut lege ich meinetwegen auch mal ab. Haben wir Erze, die wir schmelzen können? Nö. Haben wir nicht. Wir könnten uns nur Stahl machen, aber das will ich ehrlich gesagt. Hat irgendjemand eine Quest für uns? Hier wahrscheinlich nicht. Wer bist du eigentlich? Nun gut. Dann halt nicht. Dann gehe ich eben mal... Hier, du... Oh, du kannst mit mir reden. Ausrüstung wird automatisch angelegt. So, ich weiß gar nicht mehr, wie die reden. Solange sie sich in deinem Inventar befinden. Sie kann deinen Angriff, deine Abwehr oder dein Abbautempo erhöhen. Aber Vorsicht, sie wiegt auch einiges. Ja, das wissen wir doch schon. Die haben uns wahrscheinlich auch nichts Neues zu sagen. Die haben uns wahrscheinlich alle nichts Neues zu sagen. Wie ich meinen Grip kenne. Huch. Daneben. So, weg. Weg. Und weg. Und weg. Ja, haben wir das mal soweit gemacht. Eine Ratte. Die ich nicht treffen kann. Naja, hat auch nichts gegeben. Was wolltest du nochmal haben? Oh, du willst sogar was von uns. Ich brauche mehr Drachenblut. Bring mir 2 lebendige Würms und wir werden eine endlose Quelle für Drachenblut zum Experimentieren haben. Oh Gott. Klar. Ich fange mal eben Würms. Questlog. Benötigt Würm. Er möchte an den experimentieren. Das klingt ja schon so nett. Dann will ich mir mal Netze holen, dann kann ich nämlich Würms fangen. So. Können uns was kochen. Will ich aber nicht. Huch. Alter, du Sau! Kommst du mal her? So, hast du davon. Netze sind noch 5 da. Falle kann man auch machen. Die macht Schaden. Das will ich ja eben nicht. Ich will ja, dass die Viecher lebendig bleiben. Dafür brauche ich Netz, aber dafür muss ich erstmal was verkaufen. Dir. Ja, komm, ganz ehrlich, wofür brauche ich die? Verkaufen wir mal. So viel, dass wir 100 kriegen. So, Netz. Kaufe ich mir mal 2. Und gehe dann erstmal mich ausruhen, weil ich schon wieder vollkommen erschöpft bin. Das ist ja ganz toll. So, haben wir uns ausgeruht. Und dann will ich mal eben Würms fangen. Oder, ja. So ist der Plan. Die Frage, wo haben wir die? Da. Hey! Will der hin? Ich meine, fangen wäre wesentlich leichter, wenn ich sie auch finden würde.
Alter, wie viel Eisen hier allein schon liegt. Netz. Platzieren. Netz. Platzieren. So. Z. Da haben wir einen Würm und zwei Würm. So, und dann wollen wir uns mal hochgraben. Warum auch nicht? Oh, eine Schatzkiste. Hoho, das nehme ich doch alles mal mit. So, wo geht's denn hier lang? Mal diese Tunnel, die man so findet, von denen man überhaupt nicht mehr weiß, wo die hinführen, weil man sie wahrscheinlich nicht mal selbst gegraben hat. Sondern irgendjemand anders. Ach nee, ich muss jetzt zu dem Typ. Dann will ich dem Typ mal eben Würms geben. Ich sollte mich vielleicht auch noch ausruhen. So. Ja. So, ausgezeichnet! Tritt zurück, während ich meine Magie wirke! Sieh, meine geniale Erfindung! Das Würmgehege! Da habe ich ja sehr lange dran getüftelt, um so eine Erfindung zu haben, dass man Würms in einem Käfig einsperren könnte. Da wäre noch niemand drauf gekommen. Es ist mehr als nur ein Gehege. Es ist eine endlose Quelle für Drachenblut. Ja. Drachenblut. Produziert. Füttern. Kohle. Ja, friss 8 Kohle. Und da macht er einen Kokon. Keine Ahnung, was damit jetzt passiert. Ja. Das war jetzt nicht so effektiv. Jetzt haben wir einen Kokon. Wir müssen mehr über die Würms in Erfahrung bringen. Was fressen sie? Warum erzeugen sie Drachenblut? Ja, das sagtest du bereits. Ich weiß nicht, warum sie Drachenblut erzeugen, aber sie fressen Kohle, wie es aussieht. Und werden dadurch zu einem Kokon, den wir nun haben. Aber wofür das Ganze, das kann ich nicht sagen. Verdammt, wo gehe ich denn hin? Da muss ich doch gar nicht hin. Ich muss doch eigentlich erstmal mich mehr ausruhen und dann gehe ich an das Lager. Komm, Fleisch back ich rein, Eisen back ich rein, Eisenschwert, das hier. Und den Kokon packe ich auch mal hier rein. Ich meine, was willst du sonst damit machen? Ich kann ja wieder kochen. Zum Beispiel könnte ich mir mal machen, wieder ein paar Torten. Sagen wir 15. Ja. Das haben sie mittlerweile auch überarbeitet, wie es aussieht. Käse kann ich mir machen. Aber erstmal möchte ich mehr Milch holen. Mit dem Gehege können wir Fleisch und Milch produzieren. Ja, aber wie? Achso, hier wahrscheinlich. Ja. Mal schauen. Ah ja, Schwein. Einsammeln.
Ach nee, das hat nur das Schwein eingesammelt. Oder? Verdammt, wie kriege ich denn jetzt die Schweine zurück? Alles ernten, verwalten. Ah ja, da kriege ich das Schwein zurück. Wow. Das hat uns die ganze Ernte wieder weggemacht. Das ist ja ganz toll. Aber prinzipiell kriegen wir da Zeug. So. Ah. Oh, Milch. Toll. Ah. Schwein. Stirb. Mal sehen, was konnte ich machen? Lebenstrank. Mache ich mir mal einen. Ach so, Drachenblut kann ich machen aus einem Lebenstrank wieder, aber was will ich? Warum sollte ich das machen wollen? Ich würde sagen, den Lebenstrank, den trinke ich mal und habe damit mehr Leben. Das ist toll. Ja, ich weiß. Aber wie erfahren wir mehr über die? Wir müssen wieder einen Wurm kriegen irgendwie, aber dafür möchte ich den Kokor ungern verkaufen. Ich weiß nur nicht, kann ich den zurücktun? Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt das ja was. Leer. Da kann ich. Ja, den kann ich da einfach wieder reintun. Der produziert aber nichts. Und ich kann damit auch nichts weiter machen. Hast du jetzt was zu sagen? Ja. Wenn ich den jetzt auch füttere mit Kohle. Oh. Oh. Da ist einfach eine Leiste drunter. Also der Kokor tut etwas. Das heißt, wir haben gleich so ein paar Superwürms oder sowas. Oder Drachen. Beides wäre nicht so angenehm, glaube ich. Aber solange sie in dem Käfig sind, ist mir das eigentlich ziemlich Wurst. Glaube ich. Naja. Speicher mal eben. Ich weiß nicht, hat uns der andere Typ vielleicht noch was zu sagen, der auf dem Berg wohnt? Nur mal so als Gedanke von mir. Ah ja, dich, genau, den wollte ich doch. Du könntest einen Tunnel graben, um dich an Wildschweine das war ja dieser Engländer irgendwie. Du könntest einen Tunnel graben, um dich an Wildschweine anzupirschen, um sie von hinten anzugreifen. Ja, könnte ich tun. Will ich aber nicht. Alter, dieses Rattenmörderschwein. Ja. Ich weiß nicht, ist der Drache noch da? Oh. Oh. Babydrache. Ich wusste es. Die Würms metamorphisieren sich zu Babydrachen. Aber warum gibt es da nur so wenige ausgewachsene Drachen in diesem Land? Ich glaube, irgendwo im Berg befindet sich eine Drachenhöhle. Wenn du sie findest, rufe mich. Vielleicht lassen sich dort einige dieser Geheimnisse lüften. Ja. Die habe ich ja gefunden. Kann ich dem das mitteilen? Ja, das hast du mir bereits gesagt. Also, ich muss den wohl in der Drachenhöhle rufen.
Achso, der greift mich auch nicht mal an. Ah, ein Drache! Lass uns hören, was sie zu sagen hat. Ich kann für dich mit einem simplen Zauber übersetzen. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Ich bin ein Suchender nach Wahrheit. Nach Wahrheit und Magie. Verrate mir, warum gibt es nur noch so wenige Drachen in dieser Welt? Weil die Alten fort sind. Auch sie waren Suchende nach Wahrheit und Magie. Und sie verrieten meine Art. Vielleicht können wir dir behilflich sein. Das Einzige, worum wir im Gegenzug bitten, ist Wissen. Ihr glaubt, ihr könnt helfen. Dann beweist es, wenn ihr 5 Babydrachen schlüpfen lassen und zu mir bringen könnt. Reden wir weiter. Anderenfalls verschwindet. Klar, mach ich doch gerne. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Denn ich will jetzt auch noch irgendwie das Ganze rausbringen. Deswegen bis zur nächsten Folge. Ciao!